Im Sommer 2022 wurden bei den Salzburger Fiakern viele Missstände dokumentiert, unter anderem, dass zum Beispiel die Ruhetage für die Pferde systematisch nicht eingehalten werden oder dass einem Pferd Chilipaste in den Mund geschmiert wurde. Trotzdem möchte der Bürgermeister die Fiakerverträge im Mai 2023 um weitere 5 Jahre verlängern. Wir sind heute hier in der Altstadt von Salzburg, um die Menschen zu fragen, was sie davon halten. Es ist eine reine Tierquälerei. Es wäre zur Handhab, macht man es, weil das Stadtbild dazu passt, nicht mit den Fiaker, aber es ist eine Tierquälerei gegen. Tierquälerei auf Deutsch gesagt. So sind schon schön, man ist praktisch, man kann mal mit der Kutsche fahren, aber ansonsten ist Tierquälerei, was die Tiere betrifft. Ich finde die nicht besonders vertretbar. Also Touristen können ihren Spaß anders bekommen und dafür müssen ganz klar keine Pferde her. Ja, man plädiert halt einfach auf Tradition. Das ist die Ausrede von jedem. Die können in eine andere Zeit und nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Und ich finde es einfach für die Tiere eine Wahnsinnsqual. Wir sind zwar Salzburger, aber ich habe persönlich mit diesen Sachen bin ich noch nicht konfrontiert worden. Wenn es so ist, ist das was Fürchterliches, weil es ist ja Tierquälerei, wenn man sowas macht. Nein? Den ganzen Tag da herumzustehen, meistens in der prallen Sonne und dann abends durch den Berufsverkehr wieder raus zum Zuhause. Und ich finde es einfach schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Es muss auch weg. In anderen Städten ist es auch weg und ich glaube, wir brauchen das nicht. Und Salzburg ist schön genug ohne die Kutschen. Die Tiere brauchen Wiese, Wälder zum Galoppieren und frisches Gras und nicht Heu, Chili oder sonst irgendwas. Ein Appell an den Bürgermeister, das habe ich jetzt gerade erst erfahren, dass der den Vertrag verlängert hat, er möge das bitte zurücknehmen. Der muss einfach mal denken, dass es unmenschlich ist, Tiere auf dem Asphalt, auf dem heißen Asphalt herumzugaloppieren lassen. Das ist reiner Unfug. Und dass er sich einfach mal bewusst machen soll, was das eigentlich für eine Aufregung ist für ein Pferd und was da alles noch mit sich kommt. Und das einfach wirklich mal bewusst machen, nicht nur immer wegschauen. Er soll mal das Ganze überdenken und auch mal für die Tiere was tun und nicht bloß für die Menschen, damit das alles ausgeglichen ist. Wenn er das sehen würde, würde ich ihn wirklich darum bitten, die moralischen Aspekte an dem Ganzen ein bisschen zu beachten und einzusehen, dass das nicht nötig ist und dass Salzburg schön genug ist ohne diese Tierquälerei.